lernen. Aber so wusste ich jetzt auch bei Folge, warum manche Nachrichten, warum ich denn teilweise stumm gestellt bin. Also wie gesagt, letzte Folge zweimal den Doktor hervorgeschworen. Für dreimal hat er nicht gerecht. Oh mein Gott, ob jetzt zweimal oder dreimal ist doch vollkommen patex. Fehlt uns noch die mittlere Spalte. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, ich habe jetzt mal gerade 42. Ah, ich muss erstmal wieder. Muss erstmal wieder hier. Punkt holen. Ah, 2, 3 muss ich noch machen. Treffer, den kriege ich dann wahrscheinlich. Plus den. Dings. Da fehlen immer noch ein paar oben. Ich denke mal hier, also jetzt unter Eigenwerbung. Denke, unter Eigenwerbung bekomme ich die Karriereeinnahmen von 100 Millionen nicht und gegebenenfalls die 8 Millionen Followerzahl nicht. Pay-Per-View-Kunden und Pay-Per-View-Hauptkämpfe, die kriege ich eher. Wie gesagt, da muss ich nur einen Fight machen. Und dann glaube ich beim nächsten Mal, also auch die nächsten Pay-Per-View-Kunden kriege ich auch dann beim nächsten Mal, dann passt das. Mache ich erstmal, glaube ich, mal die 6 Kämpfe hier durch und dann würde ich die Punkte wieder ausgeben können, weil dann wäre ich wieder auf dem Stand, dass ich dann genügend Punkte hätte. Nebenbei kriege ich dann nur eine Sprachnachricht.
Wenn er hier das Oktagon betritt, kann man sich einer Sache sicher sein. Er wird seinen Gegner garantiert einige Male zu Boden befördern. Er ist ein absoluter Takedown-Spezialist, der über unzählige Takedown-Varianten verfügt. Und dabei sieht man immer wieder, dass er ein perfekter Ringer ist, dass er Ahnung von Judo hat, dass sein Grappling auf absolutem Top-Niveau ist. Diese Fertigkeit in Kombination mit einem exzellenten Timing und einer herausragenden Geschwindigkeit machen ihn zu einem Fighter, bei dem sich ein Takedown nur schwer verhindern lässt. Gegenüberstellung der Kontrahenten in diesem Titelkampf im Halbschwergewicht an. Bruce Buffer. Bussi. Ladies and gentlemen, this here is the main event of the evening. It's time! Five rounds for the undisputed UFC light heavyweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Khalil Roundtree Jr. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. He is the reigning, defending UFC light heavyweight champion of the world, Präsidente. Und da sehen wir Herb Dean, den Referee in diesem Kampf. Er musste zuletzt den Titel verteidigen. Was war das für ein Sieg? Ein überzeugender K.O.-Sieg, also. Das war schon klasse. Klasse jetzt. Wenn der kämpft, dann freuen sich natürlich die Fans. Und das wirklich überall in der Welt. Ist schon unglaublich, wie beliebt er ist. Ja, starker Kick. Ellbogen vom Kopf. Oh ja, was für ein Schlitz zum Körper. Dieses hätte er besser verhindert. Oh, er ist wieder genommen. So, und jetzt den ersten Knockout. Da steht er wieder. Ein klarer Wirkungstreffer, starker Kick zum Kopf. Starker Ellbogenschlag. Oh, ein heftiger Ellbogen. Ich dachte, da wäre ich schon ausgeknockt worden. Und jetzt ist der Kampf vorbei. Diesen Kampf hat er wirklich großartig beendet. Er hat seinen Gegner gnadenlos ausgenockt. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Eigentlich passt eine Doppelaktion. Einmal Headbutt sozusagen und dann der Elbow.
Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is going to stop to this contest at 1 minute 57 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC light heavyweight champion of the world, El Presidente. Ein schöner, ein überzeugender Triumph also am Ende. Titelverteidigung gelungen. Kompliment. Das war vielleicht die härteste Herausforderung, die schwerste Aufgabe, aber er hat sie bestanden. Hat wieder einmal gezeigt, dass er aktuell einfach in absolut bestechender Form ist. Kompliment zu diesem Sieg. Wurde mir abgezogen. 66. Aber im Endeffekt juckt mich das jetzt nicht mehr. Weil ich jetzt mehr oder weniger praktisch hier schon sagen kann, ich bin durch. Erfahren. Episch. 100. Das muss ich mir jetzt mal angucken. So, genau, ein Knockout fehlt mir noch. Nee, du warst falsch. Jetzt nehme ich dir auch weg, dann fehlt mir noch der Superman Punch. Weil der eine da. Und den hole ich auch in 2-3 Kämpfen dann. Wenn einmal Kämpfe. Was ist das hier? 100 Millionen Fans. Keine Muss kriege ich nicht hin. Das heißt, ich muss jetzt das 10-fache nochmal durchziehen hier, weiß so ungefähr. Dann gehen wir aber schon mal in den nächsten Fight. Was ich mal gucken wollte. Genau. Ah, es fehlen mir immer noch Pay-Per-View-Kunden. Müsste ich aber dann eventuell gleich kriegen.
Ja, klar, ich kann jetzt im Ruhe eine Verletzung gegen die Affen. Hier kommt Johnny Walker, der sich heute im Octagon beweisen möchte. Der Brasilianer aus dem Bundesstaat Rio de Janeiro lehrt Gegnern seit 2018 in der UFC das Fürchten. Seinen ersten UFC-Kampf bestritt er damals in Buenos Aires gegen Kelly Roundtree. Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Walker machte damals kurzen Prozess mit Roundtree und erledigte ihn bereits in der ersten Runde per K.O. Wollen wir mal sehen, ob das heute auch so eine klare Kiste wird. Ja, ich bin gespannt an Techniken und Können. Mangelt es dem Träger des braunen Gürtels in Brazilian Jiu-Jitsu jedenfalls nicht, um auch heute wieder im Ring zu dominieren. Seine Fähigkeiten hat er ein ums andere Mal in UFC-Kämpfen unter Beweis gestellt. Auf den Titel im Halbschwergewicht. Hier kommt Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Johnny Walker. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC light heavyweight champion of the world, El Presidente. Herb Dean, unser Referee. Eine Titelverteidigung mit einem K.O.-Sieg zu gewinnen, das ist natürlich ein wuchtiges Steigen von ihm. Schöner Superman-Punch. Mal sehen, was er so mit... Ready, fight. Ready. Zuletzt musste er seinen Titel verteidigen und das hat er auch in voller Manier geschafft. Am Ende gab es einen K.O.
Der Superman Punch sitzt. Ich bin mal gespannt, wie er hier seinen Reichweite. Oh, da hat er einen Cut an seiner Lippe. Noch ein schwerer Knie. Das war normal. Weil ich sehe es nicht ein, Digi. Er macht einen Treffer und macht haut mich runter. Ich hätte ja jede Pissaktion auf höchste Stufe, weißt du? Direkt mal allen zeigen, was Sache ist. Agnes Flying. Er musste zuletzt den Titel verteidigen. Brutales Flying hier. Ja. Digi, ich komme einfach mit den Schlägen nicht durch. Was soll die Schwuchtelscheiße? Das kannst du mal eben auf normal geben. Aber nicht auf easy. Eine Titelverteidigung mit einem K.O.-Sieg zu gewinnen, das ist natürlich großartig. Und das hat er zuletzt geschafft. Das Flying nie hat gesessen. Lass es uns. Digi, ich hab gleich keinen Bock mehr. Zuletzt musste er seinen Titel verteidigen. Heftiges Flying Knee von ihm. Ja, geh doch mal weg, cool. Guck mal, er schlägt zweimal drauf. Welche Begründung? Wieder so ein harter Wirkungstreffer. Heftiger Ellbogenschlag. Digga, ich hab da keinen Nerv mehr zu. Manche sagen, würden sich jetzt beschweren und würden sagen, nimm doch einfach die Niederlage in Kauf, die nehme ich nicht in Kauf, weil ich spiele Pussy Moves, dann nehme ich die Niederlage nicht in Kauf, Digga. Er hat seine Titelverteidigung zuletzt mit einem K.O. Ey, und ich find's auch schwachsinnig. Ich mach als erstes die Aktion und er kommt aber durch. Er musste zuletzt den Titel verteidigen. Und was war das für eine Verteidigung? Oh, erst einmal, der Ellbogen hat ihn voll erwischt. Ja, warum schlägst du? Du? Ich drück doch von ihm weg. Oh ja, ja. Schöner Kopftreffer mit dem Ellbogen. Und jetzt ist er wieder angeschlagen. Oh, ein heftiger Ellbogen. Er ist angeschlagen. Brutales Flying Knee von ihm. Oh, er ist der Kampf ist vorbei. Wichser. Er hat den Kampf mit einem fantastischen Angriff beendet. Ich bin mir nicht sicher, ob sein Gegner den kommen gesehen hat. Von mir aus kann er sagen, er hat noch seine Mutter noch nicht mehr kommen sehen. Der Wichser. Weil er ist einer, kniet in die Fresse und er trifft jeden fucking Hit. Auf Anhieb. Und das finde ich schwachsinnig. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 41 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and steal, the undisputed UFC light heavyweight champion of the world, El Presidente. Und er bleibt UFC-Champion im Federgewicht. Federgewicht? War ich nicht Halbschwergewicht? Digi. Da merkt man, das Spiel ist noch leicht, Buggy, trotz dass wir aus der Early Access Phase raus sind. Fehlt uns noch der eine Superman-Punch. Dann sind wir da auch durch.
mal das einmal hochgehen. Was ist da irgendwas mit Superman? Ich glaub nicht, nein. Nee. Ja, fehlt hier noch L1X4. Ja, fehlt immer noch. Können wir ein bisschen verarschen? Also wie viele Follower brauche ich denn eigentlich? 8, da habe ich 4,7. Wo oben habe ich 38,5, gesagt aber 39. So, ich muss jetzt mal nächste Woche gehen. Habe ich, ne? Da könnte ich vielleicht ein durchziehen hier gerade. Nein, ich wollte nur ein. Wir können davon ausgehen, dass er versuchen wird, seinen Kontrahenten irgendwie zu verdrehen. Wie der die Arme und Beine seiner Gegner verdrehen kann, das ist schon der Wahnsinn. Und das sind immer gefährliche Submissions, wo man schnell abklopfen muss, um sich nicht zu verletzen.
Titelkampf im Halbschwergewicht an. Jetzt kommt die offizielle Vorstellung. Hier ist Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Dominic the Devastator Reyes. Captain von America. And now introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed USC light heavyweight champion of the world. Pokertan, awesome. Herb Dean ist das, der Schiedsrichter dieses Ready. Kampfes. Ready. Eine Titelverteidigung mit einem K.O.-Sieg zu gewinnen, das ist natürlich großartig. Und das hat er zuletzt geschafft. Damit hat er wirklich ein Zeichen gesetzt. Was für ein Superman-Match. Und dann landet er eine weitere schöne Kombination. Er macht das wirklich super. Er lässt seine Angriffe schnell aufeinander folgen und zielt auch immer wieder auf unterschiedliche Stellen, wodurch sein Gegner hier kaum Abwehr möglich ist. Oh, er hat ihn erwischt. Seine Lippe ist aufgeplatzt. Da verpasst er seinem Gegner einige Schläge zum Kopf. Oh, sehr gute Kombination, muss ich schon sagen. Und die haben alle ziemlich eingeschlagen. Ja, der Kick landet genau am Kopf. Oh, starker Superman-Punch. Wow, ein weiterer Superman-Punch. Ja, schöne Kombination. Er blutet heftig aus der Lippe. Noch ein, zwei Treffer, dann könnte es das gewesen sein. Schöner Superman-Punch. Ja, wieder ein Superman-Punch. Das ist ein Superman-Punch. Wow, ein weiterer Superman-Punch. Ja, wenn ich das richtig sehe, zeigt sein Gegner tut heute Abend wirklich viel, um ihn zuzusetzen. Ja, er investiert einiges. Wenn man nicht bezahlt macht, tickt dann im Laufe des Kampfes Früchte, wie man jetzt beobachtet. Ja, der Jab war zu unpräzise. Beide mit offenem Visier. Ja, ich glaube, ja, da ist ein Cut über seinem Auge. Das war's. Der Kampf ist zu Ende. Unglaublich, wie er seinen Gegner da auf die Bretter geschickt hat. Was für ein K.O. Werfen wir einen Blick auf die Wiederholung. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean called a stop to this contest at 3 minutes, 14 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC light heavyweight champion of the world, El Presidente. Er hat sich der Herausforderung gestellt und seinen Titel, ich muss sagen, in einem grandiosen Fight erfolgreich verteidigt. Ja, er kann seinen Halbschwergewichtsgürtel behalten und sich jetzt erstmal entspannt zurücklehnen und auf den nächsten Herausforderer warten. Jetzt müsste ich aber Gold bekommen worden sein. Eventuell.
Contract earned. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, sage ich danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge.